Die Mainzer tragen rote Trikots. Klar, sagen sie jetzt. Ich bin jetzt aber nicht bei den berühmten Fußballern von Mainz 05, sondern bei den Ringern des ASV Mainz. Die sind in ihrer Sportart sogar noch erfolgreicher als die 05er. Die Mainzer Ringer haben derzeit beste Chancen, deutscher Meister zu werden. Der Gegner in den beiden Finalkämpfen ist der Erzrivale aus dem Saarland. Es ist Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Über 3000 Fans wollen ihre Helden sehen. Die Männer, die sich hier warm machen, die Ringer vom ASV Mainz. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Der Tatort, eine extra angemietete Messehalle. Die Mainzer müssen gegen den KSV Köllerbach antreten. Zweimal schon konnten die Rheinhessen die Saarländer besiegen. Noch zwei Siege und die Mainzer, die Männer in Rot, wären Meister. David Bichinashvili muss alles geben, um sich gegen Ibrahim Aldatov durchzusetzen. Am Ende gelingt Bichi, wie ihn seine Fans nennen, ein spektakulärer Schultersieg. Eine echte Sensation. Bichis Gegner, ein Weltklasse-Ringer. Ibrahim ist auch ein guter Ringer. Der ist Weltmeister, der war Vize-Weltmeister letztes Jahr, also 2011. Und ich weiß nicht, also wenn ich auf die Matte gehe, ich versuche meine Beste zu geben. Und ja, ich bin glücklich, dass so alles gepasst und geklappt hat. 3 Stunden Schwerstarbeit. Am Ende besiegen die Mainzer die Köllerbacher mit 22 zu 14. Alle, auch Oberbürgermeister Michael Ebling, sind überglücklich. Der deutsche Meistertitel scheint zum Greifen nahe. Aber ich verweise mit Nachdruck darauf hin, dass wir noch nicht durch sind und dass wir in Köllerbach noch eine schwere Aufgabe vor uns haben. Und es da gilt jetzt nochmal die richtige Spannung aufzubauen, ohne angespannt zu sein. Die Spannung ist auf jeden Fall groß. Kommenden Samstag geht es um alles beim Rückkampf um die deutsche Meisterschaft in Saarbrücken. Sind wir mal gespannt. Und heute Abend bin ich noch einmal für Sie da. Ich lade